Jan läuft einen Marathon. Läuft Jan einen Marathon? Lauf einen Marathon, Jan! Oh, Jan läuft einen Marathon! Ach, liefe Jan doch nur einen Marathon! Moin zusammen! Ist euch an den Sätzen irgendwas aufgefallen? Genau, es ging immer um Jan, der einen Marathon läuft. Aber trotzdem haben sich die Sätze total unterschiedlich angehört. Wie das sein kann? Das liegt an den verschiedenen Satzarten. Und die ziehen wir uns jetzt zusammen rein. Auf geht's! Alles klar, nehmen wir die Sätze von eben mal genau unter die Lupe. Jan läuft einen Marathon. Das ist erstmal eine ganz normale Aussage. Darum nennt man so einen Satz Aussagesatz. Ihr erkennt ihn außerdem daran, dass er mit einem Punkt endet und dass das Verb, in dem Fall läuft, an zweiter Stelle steht. Okay, das war ja easy. Kommen wir zum zweiten Satz. Läuft Jan einen Marathon? Dieses Mal wird nichts ausgesagt, sondern es wird danach gefragt, ob Jan einen Marathon läuft. Und darum heißt so ein Satz natürlich Fragesatz. So ein Fragesatz endet immer mit einem Fragezeichen. Man unterscheidet da auch noch zwischen Entscheidungsfragen und Ergänzungsfragen. Die Frage, läuft Jan einen Marathon, ist eine Entscheidungsfrage. Denn die Antwort kann nur Ja oder Nein sein. Entweder er läuft einen Marathon oder eben nicht. Bei Ergänzungsfragen ist das anders. Da reicht ein Ja oder Nein als Antwort nicht aus. Es müssen noch Infos ergänzt werden. So eine Ergänzungsfrage kann zum Beispiel sein, wann läuft Jan einen Marathon? Auf diese Frage muss man jetzt schon ein bisschen ausführlicher antworten. Ihr könnt euch auch noch merken, dass eine Ergänzungsfrage immer mit einem Fragewort beginnt. In dem Fall, wann? Nice, die Fragesätze haben wir auch kapiert. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Satz. Lauf einen Marathon, Jan! Oh, das klingt aber nicht besonders nett. Jan wird ziemlich unfreundlich dazu aufgefordert, einen Marathon zu laufen. Darum nennt man das Ding Aufforderungssatz oder auch Imperativsatz. Denn das Verb steht an erster Stelle im Imperativ, der sogenannten Befehlsform. Auch ganz typisch für den Aufforderungssatz ist das Ausrufezeichen am Ende. Okay, soweit, kurze Pause. Den Aussagesatz benutzt man bei ganz normalen Aussagen und er endet mit einem Punkt. Den Fragesatz benutzt man, wenn man etwas wissen möchte und er endet mit einem Fragezeichen. Man unterscheidet in Entscheidungsfragen, also Ja-Nein-Fragen, und Ergänzungsfragen. Und den Aufforderungs- oder Imperativsatz benutzt man für Aufforderungen und Befehle. So, das war doch alles halb so wild bisher. Und ich kann euch beruhigen, es geht einfach weiter, nämlich mit diesem Satz. Oh, Jan läuft einen Marathon! In diesem Fall ruft jemand ganz begeistert und erstaunt, dass Jan ja einen Marathon läuft. Wenn das so erstaunliche News sind, sollte sich Jan vielleicht echt mal ein paar Gedanken machen. Jans Sportlichkeit hin oder her. Wir haben es hier mit einem Ausrufesatz zu tun. Ausrufesätze enden mit einem Ausrufezeichen und sie werden benutzt, wenn man starke Empfindungen und Gefühle ausdrücken will. Alles klar, weiter geht's. Ach, liefe Jan doch nur einen Marathon. Oh Mann, dieses Mal wünscht sich jemand echt sehr doll, dass Jan einen Marathon läuft. Und wie heißt wohl ein Satz, mit dem man Wünsche ausdrückt? Na klar, Wunschsatz. Im Wunschsatz steht das Verb im Konjunktiv 2. Das ist bei uns liefe. Oft kommen in einem Wunschsatz auch so Partikel wie doch, nur oder bloß vor. Und am Ende steht auch mal wieder das Ausrufezeichen. Okay, liebe Leute, die verschiedenen Satzarten kennt ihr jetzt. Testen wir unser neues Wissen doch gleich mal an ein paar Beispielsätzen. Los geht's! Wer kommt alles mit ins Kino? Was ist das für eine Satzart? Logo, ein Fragesatz. Erkennt man ganz leicht am Fragezeichen. In diesem Fall ist es eine Ergänzungsfrage. Denn die Frage beginnt mit dem Wort wer und als Antwort wird mehr erwartet als ja oder nein. Okay, hier ein Satz, den ihr alle safe schon mal gehört habt. Räum dein Zimmer auf! Das ist eindeutig ein Aufforderungssatz. Das Verb steht im Imperativ, also räum. Und am Ende steht ein Ausrufezeichen. So, ein Beispiel machen wir noch. Könnte ich nur fliegen? Ach ja, das wäre wirklich ziemlich geil. Stellt euch mal vor, ihr könntet einfach so durch die Gegend fliegen. Aber leider bleibt das nur ein Wunsch. Und damit ist auch schon klar, dass das ein Wunschsatz sein muss. Das Verb können steht im Konjunktiv 2, also könnte. Und am Schluss haben wir wieder ein Ausrufezeichen. Okay, die Satzarten habt ihr jetzt auf jeden Fall drauf. Fassen wir alles nochmal kurz zusammen. Es gibt verschiedene Satzarten. Die könnt ihr an unterschiedlichen Merkmalen unterscheiden. Meistens hört ihr aber auch direkt, um welche Satzart es sich handelt. Es gibt den Aussagesatz, der mit einem Punkt endet, den Fragesatz, der mit Fragezeichen endet, den Aufforderungssatz, bei dem das Verb im Imperativ steht, den Ausrufesatz, mit dem man besonders Gefühle ausdrückt und den Wunschsatz, bei dem das Verb im Konjunktiv 2 steht.
Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpleClub-App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich.